an Hardegger durchgeben. Ja, Sir. Wir müssen das sofort nach London durchgeben. Okay. So, Ihr Kaffee, Sir. Seien Sie aber vorsichtig. Er ist nämlich sehr heiß. Soll er auch. Aha. So, bitte. Herr Eggman, Mr. Keller möchte, dass Sie so niedrig wie möglich über die Insel fliegen. Deadlier than
einer Tragweite, die noch nicht abzusehen ist. Und zwar auf internationaler Ebene. Dieses Tonband enthält alle Informationen, die ich darüber habe. Ich bin überzeugt, dass Sie die Dringlichkeit erkennen und auch gleich entsprechend handeln werden. Ich hätte gern selbst mit Ihnen gesprochen, aber ich kann jetzt hier unmöglich weg. Viel Glück, Hugh. Guten Morgen. Herrliches Ferienwetter, nicht? Sind Sie Mr. Wingard? Ja. Los. Nicht doch, Mr. Wingard. Wer wird denn so töricht sein? Okay. Oh, Verzeihung. Armer Mr. Wingard. Mr. Diamond? Ja, was ist? Telefon für Sie. Danke, war gerade so schön am Zuge. Ja, bitte, Sie können jetzt durchstellen. Hallo, John, was ist denn? Du arbeitest heute? Oh, sagen wir ungefähr in einer halben Stunde. Na gut, bis dann. Ach, sagen Sie, Drummond, hatte Ihre Abteilung bei Lloyds nicht die Versicherung für die Keller-Organisation? Henrik Keller ist tot. Sehr dumme Sache. Das wird uns eine Stange Geld kosten. Schon möglich. Es hört sich vielleicht etwas makaber an, aber vielleicht machen wir dabei das ganz große Geschäft. Wie das? Phoenix Oil wird die Konzession von Keller übernehmen. Da kann jetzt eigentlich nichts dazwischen kommen. Wir sind da bereits seit Monaten am Ball, aber bisher wollte Keller nicht zurecht. Und was ist denn, Peggy? Ihre Tropfen, Sir. Ach, nicht doch, Kindchen. Trinken Sie zur Gesellschaft auch was, Mr. Drummond? Das reine Gift. Ach, furchtbar. Wo ist geht zum Nachspülen? Nein, Sir. Nein? Nein. Und Mr. Drummond? Danke, vielleicht später. Wie Sie möchten. Glatte Zeitverschwendung, mein Lieber. Peggy ist ein wohlerzogenes Mädchen. Ihr Vater ist Bischof. So, und nun trinke ich gerade was. Ich höre, waren Sie gut bekannt mit einem gewissen David Wingard. Ja, das bin ich immer noch. Wohl kaum. Er ist tot. Das ist doch nicht möglich. Erzählen Sie. Erschossen, aber es war ein Unfall. Das ist allerdings merkwürdig. Passt eigentlich gar nicht zu ihm. Er war mit Waffen immer sehr vorsichtig. Er wurde von einer Harpune getroffen, habe ich gehört. Er war ja wohl Sporttaucher. Das stimmt doch irgendwas nicht an der Geschichte. Er konnte ja gar nicht schwimmen. Sehr aufschlussreich, was Sie mir da erzählen. Das bestätigt meinen eigenen Verdacht. Wingard hat für mich gearbeitet. Er ist einer meiner besten Leute für Ölvorkommen gewesen. Vor zwei Tagen habe ich dieses Telegramm hier von ihm bekommen. Er bittet dringend Nachricht über gegenwärtigen Aufenthalt von Keller. Es geht um Leben und Tod, Wingard. Und was haben Sie unternommen? Ein Mann wie Keller ist nicht so ohne weiteres zu finden. Er war mit seiner Maschine unterwegs. Ich habe versucht, Verbindung aufzunehmen, habe aber kein Glück gehabt. Tja, und dann lese ich das hier in der Zeitung. Und Ihrer Ansicht nach hat Wingard irgendwas davon gewusst? Wie soll ich mir sein Telegramm sonst erklären? Und was erwarten Sie jetzt von mir? Sie müssen doch an dem Fall besonders interessiert sein, wegen der Versicherung, die Keller bei Ihnen hatte. Und außerdem waren Sie mit Wingard befreundet. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie ein bisschen Licht in die Sache bringen könnten. Ich werde mir Mühe geben. Und das behalte ich mal. Sir John, die Herren vom Aufsichtsrat warten. Ich komme. Die Welt ist grausam, Hugh. Und die Menschen sind es auch. Keller ist tot. Und deshalb weiß ich, was mich heute Morgen auf dieser Aufsichtsratssitzung erwartet.
Eine Runde von zufriedenen und glückstrahlenden Gesichtern. Ich habe immer wieder in der Richtung Meine Herren. Ich muss doch bitten. Sir John? Meine Herren, hier gibt's doch wohl keinen Zweifel. Wir müssen uns an unsere Abmachungen halten. Die Phoenix Oil hat sich verpflichtet zu zahlen und deshalb wird sie auch zahlen. 1 Million Pfund. Sie wollen also 1 Million, die praktisch den Phoenix-Aktionären gehört, zum Fenster rauswerfen. Bei der nächsten Aktionärsversammlung würden Sie hinterherfliegen, und zwar mit Recht. Ich begreife nicht, warum Sie plötzlich so auf die Barrikaden gehen, Britschnorf. Die Summe war doch abgesprochen. Sie wissen ganz genau, was diese Konzession für uns bedeutet. Alles hängt davon ab. Wenn wir in den nächsten 18 Monaten nicht mindestens 6 Millionen Profit machen, steige ich aus. Das wäre nur zu begrüßen. Wir wollen die Situation noch mal ganz sachlich nehmen. Vor rund 3 Monaten haben wir, die Phoenix Oil, von den Vertretern einer unbekannten Privatgesellschaft ein Angebot bekommen, das für uns sehr interessant war. Es wurde uns verbindlich zugesagt, dass Kellers Widerstand gegen eine Fusion unserer beiden Gesellschaften innerhalb von 6 Monaten gebrochen wäre. Gegenleistung von uns 1 Million Pfund. Aber Keller ist tot. Wir können also fusionieren, ohne dass es uns auch nur einen Penny kostet. Und trotzdem wollen 2 von unseren Direktoren die Million zahlen. Warum? Sie vergessen eins, wir haben einen Vertrag. Und Verträge sind dazu da, um gehalten zu werden. Blödsinn. Klar, ein Vertrag ist ein Vertrag. Ja? Die Dame, mit der Sie verabredet waren, ist da. Danke. Meine Herren, unser Vertragspartner ist eben gekommen. Großartig, dann kann es ja losgehen. Guten Morgen, Miss Ackman. Guten Morgen. Sie kommen im richtigen Augenblick. Wir sind gerade dabei, Ihren Vorschlag zu diskutieren. Aber da ist doch nichts zu diskutieren. Ich bitte Sie. Mr. Keller wird die Fusion wohl kaum mehr aufhalten können. Sie brauchen nur noch zu bezahlen und unser Geschäft ist abgeschlossen. Dankeschön. Da irren Sie sich. Wir werden nicht zahlen. Sie sind doch nicht in Aktion getreten. Kellers Tod, das war höhere Gewalt. Der Vertrag hat nicht verlangt, dass unsere Seite etwas unternimmt, meine Herren. Wir haben uns nur dafür verbürgt, dass Mr. Keller seinen Widerstand aufgibt, und zwar innerhalb einer festgesetzten Frist. Dieser Fall ist eingetreten. Er hat seinen Widerstand aufgegeben. Hat vollkommen recht. Das werden Sie einsehen müssen. Das sind doch Arschweise, meinen Sie da bezahlen. Das kann ich Ihnen nicht. Ich schlage vor, wir stimmen ab. Das ist wohl das Einfachste. Diejenigen, die dafür sind, dass wir zahlen, bitte ich um das Handzeichen. Wer ist also für Zahlung? Danke, das sind 4. Und wer ist dagegen? 5. Und ich bin dafür. Ich bin für Zahlung. Sie sehen also, Miss Ackman, es steht unentschieden. Da kann man nichts machen. Ich werde die Entscheidung, die Sie getroffen haben, meinem Chef unterbreiten. Morgen können wir ja dann weiter darüber sprechen. Sprechen kann man über alles. Wie wäre es denn, wenn Sie Ihren Chef gleich mitbringen? Damit man sich mal kennenlernt. Das wird leider nicht möglich sein. Dafür kennen Sie mich. Guten Tag. Ich danke Ihnen, Miss Ackman. Ich danke Ihnen. Gestern die Kleine nicht auf den Mund gefallen. Sowas sollten wir mal einstellen. Und jetzt etwas Erfreuliches, die Erhöhung unserer Diät. Tag, Onkel Juke. Manu, ich denke, du bist in Amerika. War ich, aber ich hab's mir anders überlegt. Wie war sie denn? Wütend, und ihr Vater noch mehr. Sag mal, du hast doch nicht etwa vor, dich hier häuslich niederzulassen. Ich wohne ja schließlich hier, entschuldige mal. Aber nur, wenn du in London bist. Genau, und ich bin in London. Ja, ja. Ach, ist das schön, endlich mal wieder zu Hause. Ah, freust dich auch, dass du mich mal wieder siehst, ne? Ja, mir kommen fast die Tränen. Sag mal, du hast doch mein Zimmer nicht etwa vermietet, oder? Darauf hätte ich kommen sollen, das wäre eine Idee gewesen. Gut, siehst du aus, wie nach dem Urlaub. Was hast du gemacht inzwischen? Oh, so dies und das. So. Ist das dies oder das? Miss Ashenden, mein Neffe Robert. Ich freue mich. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Miss Ashenden, oder darf ich sie... Bleiben wir ruhig bei Miss Ashenden. Wenn das hier was Geschäftliches ist, dann will ich nicht länger stören. Wir sind schon fertig. Ach, habe ich gar nicht gewusst. Na, umso besser. Dann erlauben Sie mir vielleicht, dass ich Sie nach Hause bringe. Danke, aber das ist nicht nötig. Wir können Sie doch um die Zeit nicht allein auf die Straße schicken. Ich lasse mich auch nicht schicken. Juke wird mich nach Hause fahren, nicht wahr, Schätzchen? Ja, Schätzchen. Guten Abend, Sir. Guten
guten Abend und herzlich willkommen daheim, lieber Mr. Bridgenorth. Wie sind Sie hier reingekommen? Woher haben Sie den? Was wollen Sie von mir? Sie denken wohl, Sie können mich rumkriegen. Könnte ich das nicht? Nein. Das ist eine sehr herbe Enttäuschung. Ich habe gedacht, ich dachte, Sie wären ein hundertprozentiger Mann, Mr. Bridgenorth. Sehr traurig. Moment doch mal. Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Sie könnten doch wenigstens mal einen kleinen Versuch wagen. Das würde ich ja gern. Aber würde ich denn Erfolg haben? Wer weiß? Ganz schön scharfe Krallen haben Sie. Penelope? Mr. Bridgenorth? Sie sind gelähmt, Mr. Bridgenorth. Sonst wäre es vielleicht ganz nett geworden. Sie können hören, Sie können sehen, Sie können sogar fühlen. Aber Sie können sich nicht bewegen und Sie können nicht sprechen. Armer Mr. Bridgenorth. Wissen Sie, das ist ein ganz böses Gift, das sie in ihrem Ring trägt. Es wirkt sofort, aber nur für ein paar Minuten. Und es hinterlässt auch gar keine Spur. Ist das nicht praktisch? Die Polizei wird denken, dass Sie Selbstmord begangen haben. Penelope, nimm du die Füße. Ich habe wirklich schon manches Mal erlebt, dass ein Mann vor mir niederfällt. Aber so tief noch nicht. Guten Morgen, Miss Eggman. Guten Morgen. Also, meine Herren, ich habe meinem Chef das Ergebnis Ihrer gestrigen Abstimmung mitgeteilt, aber leider besteht er auf der Einhaltung des Vertrages und das bedeutet für Sie bezahlen. Oh, ich sehe, dass mein unerbittlicher Widersacher von gestern heute nicht anwesend ist. Das verschiebt natürlich das Bild. In diesem Fall darf ich Sie wohl bitten, meine Herren, noch einmal abzustimmen. Ganz so einfach, wie Sie glauben, ist das nun wieder nicht. Ich bin dafür, dass gezahlt wird. Das wissen wir ja nun, aber das reicht nicht aus. Sir John hat ja so recht. Bezahlen Sie doch um Himmels Willen, bevor noch jemand aus dem 15. Stock fällt. Diesen kleinen Scherz von Mr. Weston brauchen wir wohl nicht ins Protokoll aufzunehmen. Wer stimmt für bezahlen? Miss Eggman, Sie können Ihrem Chef sagen, dass die Summe vertragsgemäß überwiesen wird. Ich wusste ja, dass wir zu einer Einigung kommen. Verzeihung, Mr. Drummond. Bitte? Sie sind Mr. Drummond? Ja, und wer sind Sie? Carloccio, Sir. Ich bin Diener von Mr. Wingard gewesen.
Na, dann kommen Sie mal rein. So zwischen Tür und Angel ist das nichts. Das mit Wingard war ja ein mächtiger Schock für uns. Oh, Sie wissen? Hm? Von wem? Sir John Bledlow hat ein Telegramm bekommen von Ihrer Polizei. Ach, Polizei. Die verstehen nicht. Was haben Sie gemacht, als ich erzählt habe von Tonband? Gelacht haben Sie. Wieso denn Tonband? Ist ja ganz neu. Den ganzen Morgen hat Senior Wingard gesessen und auf Tonband gesprochen. Hat mir gesagt, sehr wichtig. Ich komme vom Einkaufen nach Hause und er ist tot. Und kein Tonband mehr da. Nur dieser Zettel. Und weiter nichts? Doch, das Tonband ist aus der Maschine gerissen worden. Und das kleine bisschen hier muss hängen geblieben sein. Und weil Sie meine Adresse hatten, sind Sie damit hergekommen? Ja, Signore. Sie sollten das ganze Band haben. Signor Wingard hat mir gesagt, schon am Tag vorher. Carloccio hat er zu mir gesagt, ich will, dass du nach London fliegst und Mr. Drummond ein wichtiges Päckchen gibst, aber nur persönlich und niemand anders. Signor Wingard ist tot und das Tonband ist leider nicht mehr da, ist verschwunden. Aber ich trotzdem gekommen. Orden den Herrscher und die Ak... Orden den Herrscher und die Ak... Tja, was soll ich damit anfangen? Ist ein bisschen dürftig. Passen Sie auf, ich fliege mit Ihnen zurück. Lokaltermin ist immer gut. Wo kann ich Sie hier erreichen? Ich wohne bei einem Vetter. Hier ist seine Adresse. Camden Town. Ich kann Sie hinfahren, wenn Sie wollen. Danke, das ist nett, aber ich habe noch Verabredung. Auf Wiedersehen. Sie hören von mir. Orden den Herrscher und die Ak... Orden den Herrscher und die Ak... Entschuldigen Sie vielmals. Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich zum Montpellier Square komme? Ich bin auch fremd hier. Tut mir sehr leid. Ein drolliger Knabe ist das. Macht sich den weiten Weg. Warum? Tja, warum wohl? Das müssen wir rauskriegen. Und wir werden es auch rauskriegen. Stimmt's, mein Mausepeter? Hm? Immer diese albernen Spielereien von dir. Ist richtig kindisch. Orden den Herrscher und die Ak... Orden den Herrscher und die Ak... Was ist eine Ak? Wenn ich das wüsste. Was will der Herrscher mit einer Ack? Verleiht er einen Orden? Und was für einen Orden denn? Halt mal einen Schnabel. Den Herrscher und die Ack. Du, Onkel Hugh. Den Onkel wollen wir es doch mal abschminken, ja? Hast du gern, mein Alterchen. Hugh ist vollkommen ausreichend. Wie sieht denn dein Programm aus? Bist du zu Hause heute Abend? Warum? Oh, rein informativ. Soll was steigen? Ist vorgesehen. So, in welcher Form? Na, in Höchstform. Ich frage nur deshalb, damit ich notfalls die besseren Sachen in Sicherheit bringe. Das letzte Mal, als ihr hier getagt habt, ist das für mich einigermaßen kostspielig geworden. Nein, nein, keine Fete in der Art. Also keine Jungs, die mir die halbe Einrichtung demolieren, ja? Nur eine Dame. Hm. Also von mir aus. Aber schmeiß sie raus, bevor es hell wird. Ich möchte hier nicht noch einen schlechten Geruch kommen. Du hast es nötig. Wer hat's Ihnen eigentlich beigebracht? Schach? Ja, Schach. Sir John. Schach. Aha, ein tüchtiger Lehrer. Ein bisschen zu vorsichtig. Aber im Angriff doch recht verwegen. Meine Verwegenheit im Angriff habe ich aus mir selbst entwickelt. Ohne Entwicklungshilfe? Mhm. Schach. Nein, nicht doch. Das war eben unüberlegt. Guten Abend, Mr. Drummond. Und auch Ihnen, liebe Miss Ashenden. Guten Abend, Mr. Beston. Weiß denn Sir John, dass Sie mit Mr. Drummond das Spiel der Spiele treiben? Bis jetzt nicht, doch sicher morgen früh. Aber nicht von mir, Hochzuverehrende. Nicht von mir. Schach. Also das mit Bridgenorth tut mir außerordentlich leid. Ja, ich war auch zutiefst betroffen. Darf ich? Sie dürfen. Haben Sie ihn gut gekannt? Nur dem Namen nach. Bitte um Entschuldigung, Sir, Ihr Gast. Dann wünsche ich weiter einen recht erquicklichen Abend. Ich bin ja entzückt. Riskieren wir noch ein Spiel? Schach? Sonst fahre ich Sie nach Hause. Zu Ihnen oder zu mir? Zu Ihnen. Robert hat heute Besuch. Ich
Ich warne Sie, wenn Sie mich auch nur mit dem kleinen Finger anfassen, dann beiß ich ihn ab. Spiel doch nicht den Eiszapfen, Schätzchen. Was soll das? Wieso? Ich bin ein Eiszapfen. Aber es lohnt sich, ihn aufzutauen. Nein? Kann ich denn noch was zu trinken haben? Wenn ich einen Schwips habe, dann mache ich die verrücktesten Sachen. Oh ja, mach mal. Spezialabfüllung für Hugh Drummond ist ja ganz nobel. Ich möchte Ihren Onkel gern kennenlernen. Ah, das wäre eine Enttäuschung. Der ist schon ziemlich angegraut. Für ältere Herren habe ich eine Vorliebe. Für ältere vielleicht, aber nicht für alte. Ich glaube, Ihr Onkel würde sowas nicht tun. Oh doch, das tut er. Wirklich? Obwohl er schon so schrecklich alt ist? Sein Gedächtnis ist immer noch sehr gut. Ich fange jetzt mit dem Auftauen an. Es hat geklingelt. Habe ich gehört. Willst du denn nicht aufmachen gehen? Ich kann dich doch jetzt nicht hier allein lassen. Dann gehe ich eben. Vielleicht jemand sehr Interessantes. Dann machen wir eine tolle Party. Entschuldigen Sie die Störung. Wohnt Mr. Drummond hier? Ja, allerdings. Ich habe ihm hier eine Kleinigkeit mitgebracht. Würden Sie wohl bitte so nett sein und ihm dieses Päckchen geben? Aber gern. Danke, das ist reizend von Ihnen. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Na, wird wohl doch nichts mit der Party. Hier, für dich. Oh. Wer schickt mir denn Zigarren? Die sind für Onkelchen. Soll ich mal, ja? Was? Na, eine Zigarre rauchen. Wer macht denn sowas? Warum soll ein Mädchen nicht Zigarren rauchen? Weil sich das nicht gehört. Die tauen mich aber sehr schnell auf. Richtig verworfen siehst du damit aus. Bin ich aber gar nicht. Noch nicht. Dann werde ich mal ein bisschen nachhelfen. Ich habe zwar versprochen, dass ich nicht störe, aber das ist doch kein Grund, gleich scharf zu schießen. Das muss die Zigarre gewesen sein. Zigarre? Vorsicht, Robert, fangen Sie auf, sonst haben wir Sie hier liegen. Was ist denn, Brenda? Brenda! Was soll ich denn nun machen? Dann leg sie aufs Bett und mach ihr den... Erst mal aufs Bett legen. Aber auf deins. Müssen alles ausprobieren, diese jungen Dinger, und vertragen nichts. Hallo? Ja, hier ist Hugh Drummond. Wo kann ich Mr. Boxer treffen? Ja, noch heute Abend. Ist recht. Bin bereits unterwegs.
Ja? Mr. Drummond ist da. Wunderbar, soll gleich reinkommen. Schieb ab, wir machen morgen weiter. Immer rein in die gute Stube. Nett, dass man sich auch mal wieder sieht. Tag, Boxer. Dieses Gedrängel hier am Strand wäre ja nichts für mich. Oh. Na? Schon besser, was? Der fotografiert hat mehr vom Leben. Lieber an der Wand als überhaupt nicht. Offiziell bin ich schon seit 3 Jahren tot. Trinken wir was? Dafür, dass Sie tot sind, rollt der Rubel ganz gut, was? Muss er ja. Auch Tote wollen leben. Aber langsam wird man alt. Nur noch Interesse für saubere Geschäfte. Kein Koks mehr, keine Mädchen. Eine Bank vielleicht mal oder ein kleiner Postzug. Das lohnt sich und tut keinem weh. Höchstens den Versicherungsgesellschaften. Deine ist nicht dabei. Das ist Ehrensache für mich. Was haben wir auf dem Herzen? Was ganz altmodisches. Mord. Wer soll's sein und wann? Nein, nein, so nicht. Ich suche zwar einen Mörder, aber der hat seine Arbeit bereits getan. Ach so. Wen hat er umgelegt? Keller, einen gewissen Bridge North und David Wingard. Wingard? Was denn der, mit dem wir beim Militär waren? Und das ist noch nicht alles. Hier hat mich einer mit einem Liebesgabenpäckchen erfreut. Lauter hübsche kleine Feuerwerkszigarren mit einem ganz raffinierten Abzugsmechanismus. Aha. Sagt mir überhaupt nichts. Muss ich erst prüfen. Ich habe hier gerade Besuch. Ein alter Kumpel von mir, für den ziehe ich das letzte Hemd aus. Wunder, wenn es sein muss. Er will wissen, wer David Wingard umgebracht hat. Das war ein Freund von uns. Außerdem Henry Keller und ein Mr. Wie hieß der? Bridge North. Bridge North. Ach so, und außerdem hat ihm jemand gestern eine Kiste Zigarren geschickt. Explosive. Sofort, Sir. Hier fällt nichts unter den Tisch, wird alles registriert. Naja, in der Branche. Chicago, New York, Beirut, Hongkong. Du wirst es nicht glauben, ich habe sogar einen heißen Draht nach Moskau. Und was, wenn ich selbst im Archiv habe, fordern wir über Fernschreiber an. Korea? Na sowas, Sentimentalität hätte ich bei dir nicht erwartet. Der Tunnel damals war die einzige ehrliche Arbeit in meinem Leben. Deinetwegen hätten sie uns noch fast geschnappt. Aber rausgekommen sind wir jedenfalls. Ja. Über Keller und Bridge North haben wir was hier. Beides Unfälle. Aber über Wingard nichts. Die Zigarren stammen aus dem Laden von Aldgate. Ein Mädchen hat sie da gekauft, sehr gut aussehend. Keine weiteren Informationen. Hast ja selbst gehört, Yugi. Wenn ich mehr weiß, rufe ich dich an. Sieht aus, als ob da einer im Alleingang arbeitet und das ist immer nicht sehr angenehm. Schönen Dank, Junge. Und hübsch am Leben bleiben. Danke, Yugi, ebenfalls. Ach, sei doch so nett und sag der kleinen Schokoladenpüppi, wir machen weiter. So? Na, dann macht mal. Ja. So, ich glaube, wir waren gerade beim Rücken. Was haben wir denn? Keinen richtigen Spaß mehr an der Sache?
So, mein Junge, und jetzt wollen wir uns mal unterhalten. Sie brechen mir die Beine. Ich weiß, das will ich ja auch. Lassen Sie mich doch raus, hier machen Sie keinen Unsinn. Euer Auftraggeber. Eine Frau hat uns gekauft, eine Frau ist es. Es sollte so aussehen, als wenn es eine Schlägerei gewesen wäre. Was für eine Frau? Gesehen habe ich sie nicht. Ich habe nur den Auftrag von ihr bekommen und habe mir die beiden anderen besorgt. Warum und wieso hat sie nicht gesagt, nur was wir machen sollen. Und bezahlt hat sie uns. Ich fürchte, die Schienenbeine werden es doch nicht aushalten. Ich weiß nichts weiter, Ehrenwort. Ich habe die Frau auch niemals gesehen. Ja, es gehört eben doch zu allem eine gewisse Intelligenz. Was ist denn das für ein Idyll hier? Sie wollte nicht nach Hause gehen, wollte lieber hier bleiben. Aber dann wollte sie auch nicht... Du weißt doch, auf der Couch geschlafen habe ich schon immer gern. Und wie geht's hier? Alles wieder in Ordnung. Ja? Schläft wie gewiegt. Nein, ich schlafe nicht. Ist das dein Onkel Robert? Onkel Hugh, das ist Brenda. Freut mich, Brenda. Mich auch, Onkel Hugh. Wie geht's denn? Wunderbar, danke. Ja. Kann ich was zu trinken kriegen? Ja. Warte, ich geb dir was. Danke. Also, gute Nacht, Onkelchen. Gute Nacht, Robert. Hey. Sie ist ein bisschen durcheinander. Ganz im Gegensatz zu dir, ne? Gute Nacht. Entschuldigen Sie. Ich kann doch nicht aus der Flasche trinken. Nein, das sollen Sie nicht. Dankeschön. Bitteschön. Also dann schlafen Sie gut. Tja, das muss ich dann wohl. Gute Nacht. Nacht. Ja? Ich muss Sie noch mal stören, aber ich finde keinen Schlüssel zu der Tür da drüben. Und ja, ich dachte, dann, das wäre vielleicht besser... Dann nehmen Sie doch einfach den Stuhl da und klemmen Sie die Lehne unter den Türgriff. Darauf wäre ich nicht gekommen, danke. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Das klappt nicht mit dem Stuhl, ich krieg das nicht hin. Nein, na soll ich's mal hinkriegen? Das wäre nett. Tja, dann wird Onkel Yugi mal machen, was? In der Nacht zu verschwinden, das ist auch nicht gerade eine Empfehlung für mich. Das würde ich nicht sagen, das musst du verstehen. Es war ja ein sehr bewegter Abend für Sie. Naja. Hör mal, Alterchen. Na? Hör mal, Hugh, könntest du... Nein, heute Abend bleibe ich zu Hause. Du wirst dich woanders austoben müssen, wenn es auch unbequem ist. Nein, nein, deswegen nicht. Aber könntest du nicht mal mit 100 Pfund rüberrücken? Nein. Wozu denn? Ich wollte mir bloß ein paar Sommersachen kaufen. Ich bin nämlich eingeladen worden. Und wohin? Oh, ein Freund von mir hat eine Yacht. Der macht eine Kreuzfahrt durchs Mittelmeer. Ach, dann bleibst du also länger weg? Ja, ich glaube schon. Tut mir ja leid für dich. Ich gebe dir einen Blankoscheck. Aber übertreib's nicht wieder, mein Junge. Ei, danke. Das ist aber nobel. Zeig dir natürlich zurück. So lange lebe ich nicht. Hier. Wo ist denn der beste Laden für sowas? Am teuersten kaufst du jedenfalls bei Spindles in Knightsbridge. Schön. Ich kann mich auch bei Pogolein nicht blamieren. Wer ist denn Pogolein? Der mit der Yacht. Ach, wiedersehen. Ja, wiedersehen. Drummond. Hallo, John. Wo? Panarabische Ölgesellschaft? Gut, ich bin gleich da. Bis dann. Oh. Können Sie nicht aufpassen? Entschuldigen Sie bitte. Tut mir furchtbar leid. Nein, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Aber gar nicht. Es war doch meine Schuld. Sehr freundlich. Vielen Dank. Ist das Ihres oder meins? Das ist meins.
Ach, was rede ich denn? Ist es ja gar nicht. Wissen Sie was? Ich habe eine großartige Idee. Hier steht mein Wagen. Das Einfachste ist, wir werfen alles hinten rein und fahren irgendwo hin, wo wir alles schön auseinandersortieren. Das ist wirklich eine gute Idee. Meine Herren, ich habe Ihnen im Namen meines Chefs einen Vorschlag zu unterbreiten. Er geht davon aus, dass Ihre Gesellschaft die Ölrechte in Akmata auf Lizenzbasis erwerben möchte. Ja, sehr richtig. Der König von Akmata möchte die Ölvorkommen zwar selbst ausbeuten, das wird aber den Interessen zuwiderlaufen, die Sie in diesem Gebiet haben. Wir kriegen die Lizenz für einen Schlag für uns. Mein Chef ist bereit, Ihnen die gewünschte Lizenz zu beschaffen, und zwar innerhalb einer Frist von höchstens 3 Monaten. Na, da haben wir ein Angebot, aber lässt sich. Der Preis für die Lizenz beträgt 1 Million Pfund. Oh, bitte, 1 Million Pfund ist doch gar nicht anzuschauen, ich bitte Sie. Miss Eggman? Ich danke Ihnen. Experten schätzen, dass im Hauptvorkommen von Akmata pro Tag eine Ausbeute von mindestens 90.000 Tonnen zu erwarten ist. Ich wiederhole, 90.000 Tonnen pro Tag. Meine Herren, das würde bedeuten, dass der Reingewinn des ersten Jahres bei etwa 12 Millionen Pfund liegen würde. Rundgerechnet. Ist es denn wirklich so schwierig, da unten eine Konzession zu bekommen? Nach meinen Erfahrungen ist es unmöglich. Da möchte sich manch einer mit reinhängen. Haben sie schon alle versucht, aber keiner hat es bisher geschafft. Da frage ich mich, wie Ihr Chef das macht. Wie will der den König rumkriegen? Das möchte ich auch wissen. Da ist mit Zureden nicht viel geholfen, wenn er den König natürlich beseitigen würde. Wie war das? Na ja, wenn der König ermordet wird, ändert das die Lage. Sie ermorden den Herrscher und die Akmata-Konzession ist frei. Der Herrscher ist der König und die Ak, das ist die Akmata-Konzession. Orden den Herrscher und die Ak. Was ist denn das? Machen Sie Sprechübungen? Nein, aber ich habe die Lösung des Problems. Bitte, Mr. Weston. Eine Frage, Miss Eggman. Welche Garantien können Sie uns dafür geben, dass Ihr Chef... Ist das der Weston aus Ihrem Aufsichtsrat? Der hat ein 30 Aufsichtsratsposten. Großer Mann. Na, hoffentlich ist das nicht bald vorbei. Die Dame würde ich mir gern mal ansehen. Wie macht man das am besten? Ich würde sagen, einfach mal einen Blick reinwerfen. Ja, dann werfe ich doch mal was. Ich sagte Ihnen ja bereits, meine Herren, die Zahlung wird erst in dem Augenblick fällig, wenn der Auftrag in Ihrem Sinne erfolgreich durchgeführt worden ist. Falls das wider Erwarten nicht gelingt, haben Sie keinen Cent verloren. Ich glaube, das wäre alles. Ich danke Ihnen, mein Herr. Wie lange wird das etwa noch dauern? Kann sich höchstens noch um Minuten handeln. Können Sie Weston reinrufen? Ich werde es versuchen. Miss Eggman, ich darf Ihnen im Namen aller Anwesenden für Ihr außerordentlich interessantes Angebot danken. Wir werden darüber beraten und uns mit Ihnen in Verbindung setzen, ja, so wie wir komme. Zu einer Einigung gekommen sind. Ja, sehr richtig. Entschuldigen Sie mich bitte. Tja, meine Herren, das ist natürlich eine Entscheidung, die nicht ad hoc getroffen werden kann. Vielleicht sollte man zunächst ein Gutachten einschalten. Ein Gutachten, ja, das würde ich auch sagen. Ein Gutachten müsste eingeholt werden. Was ist, John? Sie wollten mich sprechen? Hören Sie, Weston. Ein gut gemeinter Rat. Seien Sie mit dieser Eggman vorsichtig. Bitte? Ich meine, Sie sollten sich die Leute, mit denen Sie da essen gehen, ein bisschen genauer ansehen. Das heißt natürlich nur, wenn Sie Wert darauf legen, dass Ihnen nichts Schlimmeres zustößt als eine kleine Magenverstimmung. Was redet denn dieser Mensch da bloß? Taxi! Schlafen, mein Schatz. Es gibt noch so viel, was wir besprechen müssen und was wir tun müssen. Oh, tut es denn so? Du weißt doch, ich hab dich gern. Und ich würde viel lieber nett zu dir sein, mein Kleiner. Aber Eggman kann jeden Moment wieder da sein. Und wenn du dann immer noch nicht gesprochen hast, wird sie wütend und das ist grässlich. Du musst jetzt ein lieber, braver Junge sein, hm? Du wirst mir jetzt alles über deinen Onkel und Calogio erzählen. Hm?
Das ist sehr unordentlich gemacht, Penelope. Das ist richtig schlampig. Das geht so nicht. Hat er gesprochen? Nein, er will mir einfach nichts sagen. Natürlich will er nicht. Zieh dich an, wir müssen weg. Oh, ich habe gerade angefangen, ein bisschen warm mit ihm zu werden. Wie schade. Du sollst dich anziehen, habe ich gesagt. Außerdem liebe ich es nicht, wenn du mein Negligé trägst. Oh, entschuldige. Ich wusste ja nicht, dass du was dagegen hast. Ich habe was dagegen. Was machen Sie denn damit? Schon gut. Drögle nicht wieder so lange rum. Wir haben nämlich noch was Wichtiges zu erledigen, bevor wir abfliegen. Und das ist auch meins. Das weißt du doch. Hast du eine Laune heute? Penelope, ich warne dich. Dein Hang zur Eigentumsveränderung wird dich noch in die allergrößten Schwierigkeiten bringen. Ist ja wie bei Frankenstein hier. Junge, Junge. Wer lässt sich denn auf den Tisch binden? Wer macht denn sowas? Ja, ja. Ich hab ja gar nicht gewusst, dass du so vergnügungssüchtig bist. Das ist aber ein Bild fürs Brandloch. Du darfst den Mädels doch nicht alles erlauben. Man muss auch mal Nein sagen können. So. Hab's doch nicht so eilig, Junge. Nanu, was sieht denn der Onkel hier? Was das ist, brauche ich dir wohl nicht zu erklären. Ist aber eine sehr hübsche Ausführung. Ma, was hat er denn? Na, wollen wir den kleinen Mal erlösen, was? Besser so? Ja, das werde ich dir mein Leben lang nicht vergessen. Undank ist der Weltlohn. Dafür rette ich nun ein junges, blühendes Menschenleben. Hast du ja gar nicht. Ich bin gestorben, genau 5 Sekunden vor null. Leicht lediert siehst du ja aus. Ich bring dich zum Krankenhaus und hole dich in der Stunde wieder ab. Wo fährst du inzwischen hin? Zu einem Mann, der Weston heißt. Falls der nicht wirklich gestorben ist. Ich muss dringend mit Mr. Weston sprechen. Bedauere, Mr. Weston hat zu tun. Was erlauben Sie sich? Ich muss doch sehr bitten. Miss Eggman. Bleiben Sie da unten, warten Sie. Geht's hier raus? Ja, ja, da, da. Rufen Sie die Polizei an. Ja, ich rufe. Bis ich die Treppe runter war, waren die weg. Da war nichts mehr zu wollen. Was die machen, das machen sie gründlich. So viel steht fest. Und was passiert jetzt? Erstmal stecken wir dich ins Bett und dann will ich wissen, wie ich am besten diesen Freund von dir erreiche. Was für ein Freund? Und diesen Banjo oder Popo oder wie der Kerl heißt. Du meinst Pogo? Ja, den. Wieso denn das? Ich kann dich doch in der Verfassung unmöglich durch die blaue Adria segeln lassen. Flüchten doch alle Seejungfrauen. Das Einfachste ist, wenn du bei der Botschaft anrufst. Was für eine Botschaft? Von Akmata. Sag ihnen, du hast was Wichtiges für König Fedra. Ich denke Pogo. Das war sein Spitzname in Princeton. Sag mal, wo habt ihr euch denn eigentlich verabredet? Er liegt mit seiner Yacht in Castellomale. Da ist Wingard ermordet worden. Na mal los, Robert. Nach Castellomale. Darf ich bitten? Na, was sagen Sie? Die schönste Aussicht vom ganzen Ort. Sie sind ein Glücksbild, Senior. Junge, da bin ich ja gespannt, bin ich ja da, sage ich dir. Das Anwesen war an sich fest für 3 Monate vergeben, aber der Mieter hatte einen tödlichen Unfall. Sehr bedauerlich für ihn, aber für Sie ein Glückstreffer. Denn diese, ich möchte fast sagen, herrschaftliche Residenz steht zurzeit leer.
Und was ist mit dieser herrschaftlichen Residenz da drüben? Ach, Sie meinen das Castello? Bedauere, das ist nicht zu vermieten. Der Besitzer ist ein gewisser Mr. Peterson. Ja, Karl Peterson. Ein Mann, der sagenhaft reich sein muss, nach dem, was man so alles von ihm hört. Und die Damen da oben. Mamma mia. Jede Sünde wert. Glauben Sie mir, da oben hinter diesen Mauern gibt es die entzückendsten Geschöpfe, die ich je gesehen habe. Und ich habe viel gesehen. Aber nun zum geschäftlichen Teil. Ja, das würde ich auch sagen. Die Inneneinrichtung dürfte auch den verwöhntesten Geschmack zufriedenstellen. Sie werden gleich sehen. Repräsentative Räume, sehr geschmackvoll möbliert und alles so gut wie neu. Neu? Wenn ich Sie jetzt hier lang bitten darf. Sie dürfen. Oh, aber das ist ja grauenhaft. Wie ist denn sowas möglich? Ja, da bin ich überfragt. Ich bitte um Verzeihung. Nein, nein, hier können Sie natürlich nicht bleiben. Das geht nicht. Ich werde Ihnen sofort was anderes besorgen. Aber ich nein, 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 Jure, das kann ich nicht hier bleiben. Sag mir durchaus zu. Sie werden mich verantwortlich machen. Mein guter Ruf. Magnifico. Besorgen Sie jemanden, der das Gepäck raufbringt und hier sauber macht. Und keine Angst um Ihren guten Ruf als Makler. Ich bin sehr zufrieden. Aber, Signore, ich bitte Sie. Wer denkt, ich habe einen kleinen Hau? Sehr repräsentativ und trotzdem so gemütlich. Ja, mit dir zu reisen, das ist schon wirklich was Schönes. Erkennst du das hier? Ja, aber nur sehr ungern. Penelope war also hier. Ja. Möchte wissen, was die gesucht haben. Nimm mal an, du hast ein wichtiges Tonband gestohlen und beim Abspielen stellst du plötzlich fest, dass ein Stück davon fehlt. Dann würdest du dieses Stück doch auch suchen, nicht wahr? Ach, Orden, den Herrscher und die Ark, ja? Ja, genau. Sieht beinahe ein bisschen unheimlich aus. Aber recht interessant. Ach, du meinst von wegen der Weiblichkeit? Nein, aber wer da oben wohnt, der hat uns mit dem Fernglas beobachtet, seit wir hier sind. Meister, was treiben Sie denn hier? Es ist aber auch glatt heute. Wir wollen doch nicht so förmlich sein. Steh auf und gib mir einfach die Hand. So, komm, Sonnemann. Fallen Sie da aus. Ist aber auch eine glatte Küste hier. Hast mich also gleich wiedererkannt. Bei dem Auftritt. Herzlich willkommen an Bord der Marbrook. Ah, aber du hast jetzt so richtig was Majestätisches an dir. Wo ist der Harem? Hab ich zu Hause gelassen, brauchen wir doch nicht. Darauf habe ich mich gerade so gefreut. Drüben in Amerika haben wir uns auch ganz gut ohne behelfen können, oder? Das kann man wohl sagen, Pogo. Darf ich mal kurz bekannt machen? Das ist mein Onkel Hugh Drummond. Ah, ein netter Onkel. Hugh, Pogo. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Angenehm. Drummond. Robert hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Wir sind doch mit unserer neuen Fluglinie bei Ihrer Gesellschaft versichert. Ja, Sir. Wir haben Öl gefunden, Mr. Drummond. Sehr viel Öl. Seit sich das rumgesprochen hat, sind alle großen Ölgesellschaften der Welt hinter mir her. Aber keine von Ihnen wird ins Geschäft kommen. Jedenfalls nur über meine Leiche. Seien Sie um Himmels Willen vorsichtig, sonst nimmt das noch jemand wörtlich. War das ernst gemeint, Mr. Drummond? Sehr ernst. Rechnen muss man mit allem. Wissen Sie, als mittlerer Monarch lebt man im Mittleren Osten ziemlich gefährlich. Da sollte man das Risiko nicht vergrößern. Nein, da haben Sie recht. Sprechen Sie jetzt ganz allgemein oder im Besonderen? Im Besonderen. Ja, verstehe. Wo und wann? Das weiß ich nicht. Und wie? Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber wenn man sich auf Erfahrung stützen darf, wird es sich um einen gut getarnten Unfall handeln. Mr. Drummond? Ja. Mr. Carl Peterson würde sich freuen, wenn Sie heute Abend um 7.30 Uhr mit ihm essen würden. Sagen Sie, Mr. Peterson, ich nehme dankend an.
Und was ist mit der Party bei Pogo? Auf zwei Hochzeiten kann man nicht tanzen. Aber du wirst hingehen und lass sie nicht aus den Augen. Bei der Reisebegleitung, die er hat, kann ich überhaupt nicht anders. Sie sind doch Robert Drummond, nicht wahr? Ja, der liebe Robert Drummond. Schöne Grüße von Pogo. Er gibt heute eine Party. Ja, das weiß ich. Wir sollen sie abholen. Was denn, jetzt schon? Hey, Hugh, Pogo wartet schon auf mich. Sind Sie aber schön braun. Und Sie, kommen Sie nicht mit? Ich habe leider keine Zeit. Ach, kommen Sie doch mit, bitte. Nein, nein, ich bin eisern. Schade. Kommt, Kinder. Willkommen, Mr. Drummond. Domo, ripeto. Kono tokorori no hono katani o aideki koedes. Dozo, kochira. Mr. Drummond ist hier. Er hat mit mir Japanisch gesprochen. Hallo, Drummond. Sie ahnen ja nicht, wie sehr ich Sie schon erwarte. Ich wollte Ihre Beerdigung in London nicht verpassen, sonst wäre ich schon früher gekommen. Finde ich sehr aufmerksam von Ihnen. Ich werde mich revanchieren und auch zu Ihrer Beerdigung kommen. Ich habe gerade von Mitsuko gehört, dass Sie sehr gut Japanisch sprechen. Sie sind erstaunlich vielseitig, Mr. Drummond. Sie aber nicht weniger, Mr. Weston. Oder Peterson. Wie hätten Sie es denn gern? Peterson. Karl Peterson. Besten ist tot, lang lebe Peterson. Ist es nicht so? Aber sagen Sie, Peterson, wer ist nun der Tote? Dieser Mann, der für Wingard gearbeitet hat, Carloggio? Auf die Gesundheit, Drummond. Sie sehen so blass aus um die Nase. Ich hatte zeitweise gewisse Zweifel, ob es mir gelingen würde, Sie hier heraufzubekommen. Dann dachte ich mir wieder, dass Ihre Neugier letzten Endes wohl doch Ihre Vorsicht und Vernunft besiegen würde. Und Sie haben recht gehabt. Das habe ich eigentlich immer. Sie befürchten nicht, dass ich plötzlich die Pistole ziehe und Sie einfach umlege? Nein. Erstens gibt es hier viel zu viel, was Sie unbedingt rauskriegen wollen. Und zweitens haben Sie gar keine Pistole. Ich habe ein kleines Gerät unten am Eingang. Wenn da jemand mit einer Waffe vorbeigeht, gibt es Alarm. Außerdem sind Sie nicht der Typ für sowas. Oder sollte ich mich etwa so in Ihnen getäuscht haben? Wir haben es doch hier. Damit arbeiten wir. Eine recht erfolgreiche Methode. Sie haben es damit zu allerhand gebracht. Ach ja, doch. Man muss zufrieden sein. Ein hübsches Eigenheim. Oh, Sie werden beeindruckt sein, wenn Sie erst die übrigen Räume gesehen haben. Sie bleiben doch übers Wochenende, nicht? Leider nein. Ich habe meinen Rasierapparat nicht mit. Aber mein lieber Freund, bei uns ist doch an alles gedacht. Sie brauchen nur ein Wort zu sagen. Nicht wahr, Annie? Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles, Drummond. Ach, Sie machen es einem aber auch wirklich schwer wegzufahren.
Sehen Sie, Drummond, das hier nenne ich mit Vorliebe meinen Operationsraum. Es ist sozusagen das Nervenzentrum meiner Organisation. Ich habe zwar noch andere Stützpunkte, aber zurzeit wird dieser hier von mir bevorzugt. Mr. Peterson? Ja, Magda? American Stock Aktien sind um 2 Punkte gefallen. Sollen wir schon anfangen aufzukaufen? Nein, die gehen innerhalb der nächsten Stunden noch weiter runter. Der Präsident der Gesellschaft wird heute noch Selbstmord begehen. Sie können mir sagen, was Sie wollen. Es gibt keine wirksamere Methode, die Aktien zu drücken, als dass sich der Präsident eine Kugel in den Kopf jagt. Oder aber, dass seine Privatmaschine abstürzt. Oh ja, das ist auch sehr wirksam. Die Phoenix Öl wollte eine Konzession und ich habe sie besorgt. Ein glattes Geschäft. Wenn ich Sie jetzt weiter bitten darf. Ich liebe aparte Gegensätze. Apart, apart. Sie haben Grace ja bereits kennengelernt. Sie ist noch neu bei uns. Ich lege großen Wert auf erstklassige Ausbildung bei meinen Damen. Shang gibt ihnen Unterricht in Judo, sowas ist sehr wichtig. Shang? Komm doch mal her und gib dem Onkel das Händchen. Guten Tag. Hoffentlich nimmt der Kleine das nicht übel und kündigt. Ich weiß doch, wie schwer es heutzutage ist, sogar mittelmäßige Kräfte zu bekommen. Abendessen in einer halben Stunde, Shang. Du wirst uns Gesellschaft leisten, mein Kind. Sie und Shang müssen sich mal einen richtigen Kampf liefern, mit allem drum und dran. Shang hat den schwarzen Gürtel. Ich kann mich irren, aber er scheint auch schwarze Fingernägel zu haben. Ja, Junge, bind dir die Hosen hoch. Ein reichhaltiges Angebot und hochexplosiv. Genau wie die jungen Damen in ihrer Sammlung hier. Ja, ja. Ich arbeite ganz groß auf internationaler Basis. Für Japan habe ich die kleine Mitsuko. Tani und Remi sind zurzeit in Brasilien aktiv. Gerda ist drüben in Deutschland. Und Anna ist für Indien zuständig. Manchmal muss ich schon höllisch aufpassen, dass ich da nicht durcheinander komme. Geografisch oder mit den Damen? Sie ahnen ja gar nicht, wie erholsam das für mich ist, endlich mal wieder jemanden zum Plaudern zu haben. Jemanden, ja? Der nicht zu meinem Kreis gehört. Ihr Freund Wingard war der Letzte. Hervorragender Schachspieler. Hochintelligenter Mann. Aber nicht intelligent genug für Sie. Oh nein, sagen Sie das nicht. Eher im Gegenteil. Er war zu intelligent, genau wie Sie. Er wurde neugierig. Wie lästig. Ja, er ist mir wirklich auf die Nerven gegangen. Aber ihm habe ich zu verdanken, dass Sie hier sind, so gleicht sich das wieder aus. Ah, da seid ihr ja, Kinder. Mr. Drummond, Miss Eggman. Na, entzückend. Guten Abend. Und das ist unsere kleine Penelope. Hallo. Ihre kleine Penelope hat bereits engen Kontakt mit meinem Neffen gehabt. Er ist so ein reizender, lieber Mensch. Ja, ja, Sie haben auch sehr tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Ach, tatsächlich? Sehen Sie, Drummond, im wirklich großen Geschäft kommt es manchmal auf einen einzigen Mann an. Von ihm hängen Millionen ab. Die Konkurrenz kämpft mit allen nur erdenklichen Mitteln, um diesen Mann zu stürzen. Kosten spielen keine Rolle, Aufwand spielt keine Rolle, sei es nun bei Aktienmanipulationen, Marktabsprachen oder Preisunterbietungen. Und kein Mensch ist bis jetzt auf die Idee gekommen, dass es eine viel einfachere Methode gibt, um das zu erreichen, was man will. Und die haben Sie rausgefunden? Meine Methode ist die einfachste, die es gibt. Wenn mir irgendwo ein Mann im Wege steht, muss dieser Mann beseitigt werden. Und wie beseitigen Sie, um mal konkret zu sprechen, König Fedra? Durch Unfall selbstverständlich. Eine Explosion an Bord seiner Yacht zum Beispiel, Tod in den Wellen, großformatige Nachrufe in der Times. Und ich bin wieder mal um 1 Million reicher. Eggman? Ja, Karlchen. Also wir müssen jetzt zunächst mal dafür sorgen, dass Sie heute Abend nicht mehr zu Hause erwartet werden. Magdalene? Ja, Miss Eggman? Mr. Drummond möchte gern mit seinem Neffen sprechen. Er ist an Bord der königlichen Yacht. Ja, ich verbinde. Aber bitte keine Mätzchen, wir können Sie von hier aus sofort unterbrechen. Mr. Robert Drummond ist sprechbereit. Hallo, Robert. Hallo, Hugh. Amüsierst du dich? Und wie, ganz groß. Wo bist du denn im Augenblick? Oben auf dem Kastell, weißt du. Ich soll hier bleiben übers Wochenende. Nanu, stimmt da irgendwas nicht? Alles bestens. Da wird Pogo aber nicht begeistert sein. Du, der findet dich großartig. Ich bin eben, wie du siehst, überall beliebt. Also dann viel Spaß. Hallo? Hallo, Hugh.
Tja. Shang, vielleicht möchte sich Mr. Drummond eine Zigarre ins Gesicht stecken. Ach, bitte, darf ich? Corona-Format. Oh nein, nein, ich glaube, ich lasse das doch lieber. Einem Freund von mir sind die in letzter Zeit gar nicht bekommen. Ich habe was übrig für Leute, die sich in jeder Situation ihren Humor bewahren. Das entbehrt ja auch nicht der Komik. Was? Ich meine, der ganze Zirkus hier, das Schloss, die Mädchen, der entfernte Verwandte von Dr. Fu Manchu und Sie mit Ihrem Großraummanagement. Habe ich richtig gehört? Mr. Drummond versucht ganz offensichtlich, mich zu provozieren. Ich lass mich gern provozieren. Jederzeit dazu bereit. Du hast ja leider schon immer die Moral einer läufigen Hündin gehabt, Penelope. Weil ich die Männer liebe. Nicht nur die Männer, alles liebst du. Und alles, was dir nicht gehört, das willst du haben. Ausgerechnet... Vielleicht könnten Sie das etwas näher definieren, was Sie hier so ungemein komisch finden. Man kommt sich vor, jemand denkt, was hat der Mann eigentlich? Zugegeben, Ihre Miezen hier, die mögen ja noch einen gewissen vorstellbaren Zweck erfüllen. Aber dieser Fettschwabbel da drüben, wozu der gut sein soll, das weiß ich auch nicht. Seien Sie vorsichtig in der Wahl Ihrer Worte. Shang ist außerordentlich sensibel. Vor allem ist er ein miserabler Butler. Den Kaffee hat er mir mit Fußbad serviert. Und sieht doch auch scheußlich aus, der Kerl. Und er riecht aus dem Mund, dass man denkt, man steht vorm Raubtierkäfig. Shang! Ich weiß nicht, was Sie damit bezwecken wollen, aber lassen Sie es. Es ist besser für Sie. Aber nein, Karl! Warum denn? Lass ihn doch. Ich glaube, das wird noch ein ganz spaßiger Abend. Und dieses alberne Schwert da, was soll das? Schneidet er sich damit die Fußnägel oder polkt er sich in seinen faulen Zähnen rum? Die erste Runde haben Sie klar gewonnen. Ja, das würde ich auch sagen. Die zweite allerdings dürfte ebenso klar an mich gehen. Die ist doch wieder der reinste Kulissenzauber und weiter nichts. Wenn die wirklich loslegen würden, dann wären Sie auch mit dran. Sie wiegen sich doch hoffentlich nicht in dem Wahn, dass Sie sich mit diesem Instrument den Weg freikämpfen können, oder? Aber ein ganz hübsches Loch könnte ich Ihnen damit in den Schädel hauen. Wie wäre denn das? Nicht so gut. Ich rate Ihnen ab. Nein. Ich bin immer bereit, einen Rat anzunehmen. Eine sehr lobenswerte Einstellung. Und nun, bevor wir uns zu weiteren Unbedachtheiten hinreißen lassen, sollten wir lieber daran denken, ins Bett zu gehen. Ich kenne jemanden, der schon die ganze Zeit daran denkt. Miss Eggman wird sie in ihr Zimmer bringen. Oh. Gute Nacht, Kalimann. Hey! Wenn Sie gelegentlich mal in London sind, habe ich einen sehr guten Zahnarzt für Sie. Wenn Ihnen zu warm ist, mache ich gern das Fenster auf. Oh, das würde ich keinesfalls empfehlen. Ist durch Strom gesichert. Na, ist denn das? Ist denn das die Possibilität? Das finde ich aber reizend von Ihnen, dass Sie den Onkel warnen. Oh, ich wollte nicht, dass Sie dabei verunglücken. Dazu wäre es noch zu früh. Ach so, Sie wollen mich noch aufsparen für eine kleine Folterung oder sowas, ne? Das könnte ich gar nicht. Ich bin doch so ein sanftes Häschen. Und ich möchte, dass Sie glücklich sterben. Ja? Wie finden Sie mich? Bin ich attraktiv für Sie? Na ja. Wie finden Sie denn meine Figur? Tja, ich würde sagen, nichts gegen einzuwenden. Eine Spur zu muskulös vielleicht, aber das ist ja bei dem anstrengenden Sport, den Sie betreiben, unvermeidlich. Na dann. Auf Ihre Gesundheit. Oh, da seien Sie vorsichtig. Wer weiß, ob das unter diesen Umständen der passende Trinkspruch ist. Das heißt, liebe Miss Eggman. Ja? Kommen Sie, wir setzen uns jetzt beide aufs Bettchen und halten ein kleines Plauderstündchen. Mhm. Es wird viel zu wenig geplaudert. Ja. Können Sie mir helfen, hier rauszukommen? Bitte. Auch wenn ich wollte, es wäre unmöglich. Karl würde mich umbringen. Das kann er ja gar nicht. Nicht, solange ich hier bin, um Sie zu beschützen.
Und ich werde immer bei Ihnen sein, immer wenn Sie es wollen, Miss Eggman. Ach, mein kleiner Liebling. Übrigens, Liebling, du hast doch sicher einen Vornamen, nicht? Ich heiße Irma. Irma, Irma. Das erinnert mich doch an irgendwas. Irmchen Ladus. Und ich könnte mich wirklich fest auf dich verlassen. Tag und Nacht. Und besonders Letzteres. Schön. Liebling, du bist wundervoll. Du hast mir das Leben gerettet. Und du versprichst mir, dass alles gut gehen wird. Versprichst du das? Na, versprechen kann ich nichts, aber wir wollen es versuchen. Ja. Und wie wollen wir es machen? Sag mal. Das wirst du nachher schon sehen. Und jetzt sprich nicht mehr so viel. Küss mich. Ah ja. Das ist doch einfach grotesk. Hast du denn gar kein Vertrauen zu mir? Wie stellst du dir das wohl vor? Ich kann auch nie wissen, was bei dir im nächsten Moment passiert. Ob ich irgendwo aus dem 14. Stock falle, oder ob ich meuchlings von einer Harpune durchbohrt werde, oder ob mir eine von deinen entzückenden Silvesterzigarren den Kopf abreißt. Küss. Oh, du hast also kein Vertrauen zu mir, Natürlich, Liebling, natürlich habe ich Vertrauen zu dir. Ich habe genauso viel Vertrauen zu dir wie zu einem übel gelaunten Skorpion. So, und jetzt sagen Sie Ihrem Karlchen, dass das Abendessen ausgezeichnet war, aber der Nachtisch nicht ganz nach meinem Geschmack. Sowas ist ja direkt wieder natürlich. Ich war? Hey! Ihre Pluderhosen. Ja, ja, ich weiß, hat nicht ganz geklappt. Ich will diesen Menschen umbringen, Karl, bitte. Sollst du ja auch, mein Kind, aber nun wartest doch ab. Also dieser Mann, sag ich dir, das ist ja überhaupt kein Mann, hallo, das ist ein... Hallo, ist auf der Mattscheibe irgendwas Nettes? Oh, wenn ich den Mann sehe, bin ich weg, hin und her gerissen. Lass gefälligst die Finger von meinem Feuerzeug. Ach, das ist so alt? Geht das nicht mehr weiter mit ihr. Alles, was sie sieht, steckt sie ein. Und das passt mir einfach nicht mehr. Du solltest ihr mal gehörig auf die Finger klopfen. Nun seht euch das da an. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Ich höre. Ich halte sie einfach nicht mehr aus. Daran hätten Sie denken sollen, bevor Sie hergekommen sind. Ich bin nicht freiwillig hier. Mein Vater war Chemiker. Peterson hat ihn in eine Rauschgiftsache verwickelt. Und wenn Sie hier nicht mehr mitmachen wollen, dann bringt er Ihren Vater ins Gefängnis, ja? Das kann er nicht mehr. Wieso denn nicht? Mein Vater ist vor 2 Wochen gestorben. Selbstmord. Könnten Sie von hier aus meinen Neffen anrufen? Nein. Das müsste über Peterson oder Miss Eggman gehen. Na, dann muss ich mal sehen, wie ich das mache. Aber jetzt schnell raus mit Ihnen, sonst werden Sie da unten vermisst. Unser Problem war doch bisher immer folgendes. Wie kommen wir nahe genug an den König ran, damit die Bombe auch wirklich hundertprozentig wirksam wird? Aber mit diesem neuen Sprengstoff, den wir jetzt haben, von dem ein paar Gramm genügen, um einen ganzen Häuserblock in die Luft zu jagen, und mit Grace dazu, ist das Problem kein Problem mehr. Ich bin sonst kein Freund von improvisierten Aktionen, aber diesmal... Du bist in einer halben Stunde unten im Labor. Hier wird weibliche Fingerfertigkeit gebraucht. Die kannst du haben. Bin ich auch gewünscht? Du sorgst mir dafür, dass Mr. Drummond gut und tief schläft. Die Spezialbehandlung? Die Spezialbehandlung.
armer kleiner Hugh. Guten Morgen, Drummond. Morgen. Haben Sie wohl geruht? Danke der Nachfrage wie ein Toter. Aha. Ich habe mir schwer überlegt, ob ich Sie überhaupt wieder aufwachen lassen sollte. Aber wie die meisten Künstler arbeite ich besser mit Publikum, mit sachverständigem Publikum. Darf ich mal? Ich bitte förmlich drum. Ihr Neffe scheint sich blendend zu unterhalten. Ja, der Junge nimmt alles mit, was er kriegen kann, genau wie Sie. Nur mit dem Unterschied, dass er sich bei ihm noch verwächst. Ich fürchte, er wird dazu kaum noch Zeit haben. Eine Partie Schach gefällig, um die Wartezeit abzukürzen. Worauf warten wir denn, wenn die Frage erlaubt ist? Dass es 12 wird. Mhm. Denn heute Mittag, Punkt 12, und das dürfen Sie wörtlich nehmen, da platzt die Bombe. Schön. Einmal für mich, einmal für Sie. Mhm. Ich stelle das Spiel auf. Ist recht. Schwarz und Weiß in Eröffnungsposition. Tja, wir leben im Zeitalter der Computer. Das finden Sie schön? Kleines Präsent einer Schifffahrtsgesellschaft. Der Präsident war ganz plötzlich gestorben. Ein Opfer des Meeres, wie ich vermute. Sie vermuten richtig. Wenn's recht ist, übernehmen Sie Weiß und eröffnen die Partie. Sagen Sie nur, welchen Zug Sie machen wollen und alles Übrige geht vollautomatisch. Königsbauer nach E4. Der braucht aber mal einen Ölwechsel. Eröffnung durch Königsbauer. Darauf gibt's nur eine Antwort. Königsbauer nach E4. Königsläufer nach F3, wenn ich bitten darf. Wo sind denn Ihre beiden Zuckerpuppen heute? Die haben Außendienst. Mhm. Läufer nach C3. Nun ja, dann mal den Königsläufer nach F7. Grace ist auch mit dabei. Und sie spielt sogar die Hauptrolle bei diesem Auftrag. Das überrascht sie wohl etwas nach der lauschigen Szene gestern Nacht in ihrem Badezimmer. Aber ich kann sie trösten, sie hat es wirklich ehrlich gemeint. Wie schon gesagt, spielt sie zwar heute eine bedeutende Rolle, aber sie weiß nichts davon. Springer nach D4, bitte. Und Sie glauben nicht, dass sie Ihnen das Konzept verdirbt, wenn sie dahinter kommt? Aber gar nicht, denn wenn sie dahinter kommt, dann wird es zu spät sein. Dann gibt es nämlich keine Grace mehr. Dann gibt es keinen König Fedra mehr, keine Yacht mehr. Und so leid es mir tut, auch keinen Neffen Robert mehr. Alles, was da noch übrig ist, ist ein großes Loch im Wasser. Wenn ich Sie also richtig verstehe, trägt Grace die Bombe bei sich. Irrtum, mein Lieber. Sie trägt sie nicht, sie ist die Bombe. Das wäre mein Traum. So eine Yacht würde ich gerne haben. Ein Jammer, dass sowas in die Luft gehen muss. Wenn wir uns jetzt nicht bald entschließen, dann wird sie wohl kaum in die Luft gehen. Das stimmt allerdings. Grace, hör mal zu. Du weißt gar nicht, was du für ein Glück hast. Mr. Peterson hat noch nie jemandem eine zweite Chance gegeben, also verdien sie dir auch. Penelope und ich, wir gehen und arrangieren das mit dem Sprengstoff und du bleibst hier sitzen und beobachtest die Yacht. In Ordnung? Das gehört mir. Und komm nicht etwa auf den Gedanken, einen Spaziergang zu machen oder irgendwelche Extratouren. Das wäre ausgesprochen dumm von dir. Ist das klar, ja? Also,
Komm. Und wenn sie nicht da sitzen bleibt, was dann? Die bleibt nur so lange sitzen, bis wir weit genug weg sind. Da kannst du Gift drauf nehmen. Oh, sind die nicht zauberhaft? Ja, zauberhaft. Komm, die sind morgen auch noch zauberhaft. Tut mir leid, Signorina, aber ich darf Sie nicht an Bord lassen. Aber es ist wichtig. Nein, tut mir leid. Ich muss entweder den König sprechen oder Robert Drummond. Ich habe meine Anweisung. Majestät wird empört sein. Lasst sie. Eine Freundin von dir? Bis jetzt noch nicht, aber man weiß ja nie, wie das Leben so spielt. Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Es geht um Ihren Onkel. Hallo? So, das wäre jetzt soweit. Alle an Bord. Darf ich Sie mal kurz ans Rohr bitten? Aber immer, Verehrteste. Die Sprengladung könnte gar nicht besser platziert sein. Sehr niedlich. Wissen Sie, was mich besonders daran reizt? Hm. Die Überlegung, wo bzw. an welchem Körperteil hat das Mädchen die Bombe? Sie scheinen ein rechter Genießer zu sein. Ja, ja. Sie sind am Zug, Drummond. Ein bisschen sehr weit hergeholt, finde ich. Es ist aber so, genauso wie ich sage. Ich weiß natürlich nicht, wie Sie es machen werden, aber Sie werden eine Bombe legen. Wissen Sie wenigstens, was für eine Art von Bombe? Darüber haben Sie nicht gesprochen. Nehmen wir doch mal an, Sie sagt die Wahrheit. Dann erhebt sich eine Frage. Was machen wir? So schnell wie möglich hier weg, bevor Sie wieder da sind. Genau. Captain! Gesundes Wiedersehen, würde ich sagen. Hey! Wo willst du denn hin? Vielleicht werde ich da oben gebraucht. Da wird ja auch einiges gefällig sein. Ich hab gedacht, dein Onkel, der macht sowas mit der linken Hand. Hilflos wie ein Baby ist der, wenn er mich nicht hat. Parayala! Die freundlichen Herren leisten dir Gesellschaft, damit du dich nicht so einsam fühlst. Und du, was ist mit dir? Ich bin doch bestens versorgt. Ich bin mal neugierig. Auf welche Weise wollen Sie mich aus dem Weg räumen? Das wird sich auf sportlicher Ebene abspielen. Eggman, Penelope und Sie werden tauchen. Und Sie haben dummerweise vergessen, Ihren Sauerstofftank zu kontrollieren. Gar nicht übel. Bauer von F4 nach F5. Na, was ist, Drummond? Sie sind dran. Sie müssen doch nun endlich mal angreifen. Wenn Sie meinen, bitte. Klassischer Zug. Den Läufer haben Sie verloren. Jetzt sind Sie dran, Peterson. Schwarze Dame auf F2 verloren. Läufer von D5 nach D6. Läufer von F7 nach F8. Läufer von F7 nach F8. Das war der sechste, Peterson. 7 Schuss haben Sie nur. Bauer von B2 nach B8.
Sprenger von F5 nach D6. Schwarze Dame nach E2. Weißer Turm nach E4. Schwarzer König nach E5. Weißer Läufer nach E7. Schachmatt. Kann man da mitmachen oder ist es eine geschlossene Gesellschaft? Du bist herzlich eingeladen. Was machen wir denn mit den beiden? Das, was sie verdient haben. Ungezogene Mädchen werden eingesperrt. Hier, ungezogene Mädchen nämlich. Komm, gib mir. Ja. Ja. Fass mal mit an bei dem Herrn da. Der hat's aber in sich. Sind unsere Mäuschen wenigstens gut aufgehoben? Ja. Ja, großartig. Die beiden scheinen sich gut zu verstehen, sind unzertrennlich. Er liebt wahrscheinlich das Explosive an Grace. Wie spät haben wir es? 11:55. Also noch 5 Minuten. Habt ihr euch so gedacht? Hilfe! Wo ist sie? Raus damit! Aussteigen, hopp, hopp! Pass auf die beiden. Darf ich fragen, was Sie vorhaben, Mr. Drummond? Die junge Dame soll in 2 Minuten explodieren. Wo ist die Bombe? Ich weiß es wirklich nicht. Ich schwör's. Nein, du nicht. Ich weiß es aber. An der brichst du dir die Zähne aus, hat keinen Zweck hier. Wo ist der andere? Oh. Entschuldigung, aber jetzt passiert's. Die beiden Mädchen. Die kommen später dran. Geht leider nicht anders, aber sie werden ja hoffentlich schwimmen können. Meiner Uhr ist es schon 12. So. Gleich ist es soweit. 1, 2, 3 und hopp geht sie hoch. Und hopp geht sie hoch. Wo ist denn das Ding überhaupt versteckt? In ihrem falschen Dutt? In ihr... Du weißt doch, dass der Aufbau bei ihr nicht echt ist. War meine Idee. Ach nein, bitte nicht. Ihr Dutt war viel schöner als meiner und da habe ich ihn einfach umgetauscht. Bist du verrückt und wo ist er jetzt? Auf dem Kopf habe ich ihn. Sag das nochmal! Ja, ja. Das kommt davon, wenn man niemals genug kriegen kann. Hilfe! Hilfe!
Hilfe! Ich mach's schon. Nein, nein, lass mich. Ich kann nicht mehr! Ich auch nicht! She whispers, oh, such pretty lies. Don't believe her.